Sag mal, gehört dieses Beine rausholen zu dem Rezept? Nein, überhaupt nicht. Hat auch gar nichts mit dem Geschmack zu tun. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich knabber ja gerne. Ja? Ich habe Knochen eigentlich ganz gerne. Nur der meinige... Dein Mann. Mein Mann, ja. Der Helmut. Der Helmut. Der macht sich wahnsinnig viel Arbeit. Er ist ein hervorragender Koch. Er macht sich wahnsinnig viel Arbeit und gerne in der Küche. Nur beim Essen will er keine Arbeit. Er will nicht tutzeln. Er will nicht, nein, das will er nicht. Keine nicht die Arbeit Knochen ablutschen. Mehr. Und deshalb mache ich Und du machst es sozusagen für ihn. Das ist ja ein großer Liebesbeweis. Ich mache das jetzt eigentlich für ihn. Das heißt, das Rezept, also dieses, du nennst es ja das grusinische Huhn, könnte man auch mit einem Huhn machen, einem normalen Huhn mit allen Knochen und Beinen drin. Ja, selbstverständlich. Oder auch nur mit Hühnerbrüsten, wenn die Haut dran ist. Ja, kannst du auch machen, aber es sind halt die Schenkel, das schmeckt schon anders. Ja, das ist ein anderes Fleisch. Ja. Andere. Also du hast das ja jetzt vorher, hier sieht man ja schon deine Vorarbeit. So, pass auf, das ist natürlich ganz wichtig, weil das gibt die tollste Suppe. Ja, klar. Das wird alles nachher, das wird ein bisschen Suppengrün und ein paar Pfefferkörnern, ein Lorbeerblatt. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Öl drauf gemacht. Ja. Damit jetzt lege ich das Hühnchen, Flickarbeit kann man dann machen, wenn man es verletzt hat, kannst du dann... Kannst du das wieder zusammenlegen, damit es so aussieht. Also, weißt du, ich habe auch ein Rezept, das heißt toskanisches Blatthuhn. Da wird aber das Huhn, da werden nicht die Knochen rausgenommen, es wird nur zerschnitten und dann richtig so glatt gedrückt. Und dann kommt ein ganz schwerer Gegenstand drauf. Und so wird es dann im Rohr gegart, damit alle Teile gleich nah am Boden sind. Aha. Und ist auch sehr gut, aber mit Knochen. Das ist Parmaschinken. Ja, also ich habe den natürlich sehr gerne, weil er sehr zart ist. Mhm. Und du kannst aber, du kannst im Grunde genommen natürlich auch einen anderen Schinken nehmen. Ja, komm, Ardenner Schinken. Und ruhig ein bisschen Fett, ne? Ein bisschen Fett das dran ich mir lassen. Gedacht. Das ist ganz schön. Dieser ist nicht sehr fett, soll ich und dir helfen? Und vor allem ein völlig geschmackloses Öl drunter. Neutrales. Geben. Ganz neutrales, geschmackloses. Geschmacklos. Ja. Ein neutrales. Soll ich hier sehr machen? Schön. Nee. Nur unten drunter, nicht daneben, wenn es geht. Gut. So, das wird jetzt so gemacht. Und jetzt, pass auf, jetzt schneide ich. Es ist wieder, wenn Helmut das sehen würde, hätte er nicht so gerne. Weil er meinte, man muss jedes Stängelchen abmachen von den Kräutern, die man hat. Und ach so, richtig, jetzt ich nehme jetzt über die Kräuter. Aber die, wenn er raus ist aus der Küche, weißt du, was ich dann mache? Dann nehme ich die Schere. Mach das so, ne? Und mit den Stielen? Mit Stängelchen und mit Stiel. Ja. Das sieht er dann nicht. Also, schön, ganz wichtig ist Rosmarin. Ja. Ganz jetzt bist du gerade beim Liebstöckel. Liebstöckel. Das gibt es natürlich leider nicht das ganze Jahr frisch, aber macht nichts, kann man auch getrocknet kannst nehmen. Kannst du getrocknet, kannst auch Rosmarin getrocknet nehmen. Ja. Das Wichtige ist, wenn du frischen Rosmarin nimmst, vorsichtig. Weil das kriegt einen so nicht zu viel. Das ist der so intensiv? Ja, der ist sehr intensiv. Ja, ich bin immer versucht, so ganze Zweige drauf zu tun. Ist auch was Schönes, muss man aufpassen. Ja, aber hier ruhig mit den kleinen Stielen jetzt. Ne? Das machst du mit den Stielen, ja. Mhm. Ja, das sind die kleinen, ja, das geht. Das sind die kleinen. Dann nehme ich ein Basilikum, sehe ich. Basilikumblättchen. Aber dann da nimmst du nicht die ganz dicken Stiele mit. Nein, die... Nein, aber die dazwischen, ja, die darf also, ich, gell? Entschuldige, guck mal, also, das wäre ja pingelig, die wegzumachen. Nein, ein na, bisschen Basilikum. Aber es ist eine ganz gute Methode, das habe ich noch nie gemacht mit dieser Schere. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, ich komme ja ohne Schere, geht ja überhaupt kein Kochen bei mir zu Hause. Ja, ich wiege das oder so. Ich habe so ein japanisches, so ein breites das Messer, schön. Ist auch ganz schön. Schau mal, ja. Jetzt... Den Rosmarin, ja. Schön drüber. Das kann nur gut werden, wenn man sieht, was da alles damit passiert. Nicht zu viel, ich habe jetzt das unten. Ja. Ja, also später machen wir das ja noch auf der anderen Seite. Auf dem Rücken. Und Estragon. Estragon, ja. Estragon da auch. Kann man das mit den Stängeln auch schneiden, das ist okay. Nee, kannst du ja hier kannst an der aber Seite. Auch zur Seite, ja. An der ja. Seite kann man ja. das machen. Ja, die haben einen ziemlich harten Stängel in der Mitte. So. So. Und das? Das? Kipp, lege ich jetzt auf ach, den Bauch. Pass auf. Ah. Auf. Ah. Siehst du, und jetzt gehört Schönheits. Jetzt musst du jetzt hier muss eigentlich, es ein bisschen vom Schönheitschirurgen
beflügelt. Jetzt muss man sich Zeit nehmen, damit das auch hübsch aussieht. Wir haben natürlich nicht so viel Zeit, also schummeln wir ein bisschen. Gut, wir schummeln jetzt eigentlich nicht ganz richtig, aber... Ja, also Helmut, verzeih uns, wir schummeln. Ja, gut. Wir haben nur 30 Minuten. Ja, ich verstehe. Und ich will auch noch was für dich. Ja, ist gut. Pass auf. So, jetzt... Ah, Moment. Ganz wichtig, Estragon. Estragon? Nee, der Dijon-Senf. Dijon-Senf. Ganz wichtig. Ah, dann nimmst du aber diesen Alassienne, also diesen mit den Körnern. Und ich mach's, entschuldige bitte, mit den Fingern. Ich nee, nicht das anders, ist ja? Küche, also... Ich kann nur mit Fingern kochen. Klar, deswegen wäscht man sich doch vor dem Kochen die Hände sauber und dann ist das doch kein Thema. Nachher vielleicht auch noch mal. Nachher meistens auch. Ja. Aber nachher notgedrungen und vorher aus hygienischen Gründen, ne? Richtig. Aber nichts ist schöner als dann... Das ist, dass man diesen... der ist ja so kräftig. Ja, wunderbar. So, das ist der Dijon-Senf. Ja. Den kann man schön, wenn man den nun nicht gerade hat. Dann nimmt man einen anderen. Ja. Aber dieser ist schön, aber der gekörnte. Den gibt es ja überall zu kaufen. Den gibt es überall. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nehme ich aber von geriebenen Semmeln. Also keine Semmelbrösel. Nicht fertig gekauft. Wenn es geht, nicht. Da bist du ja eigen. Da ist sie schon nicht mehr konservativ. Da ist sie eigen, sagen die Schwaben. Ja, da bin ich eigen. Ja. Du, pass auf. Und dann nicht... gleichmäßig, sondern richtig so kleine, mal so kleine Hügelchen, Batzen drauf machen, weil nachher, wenn es in den Ofen kommt und dann mache ich ganz zum Schluss ein bisschen den Grill an, dann pludert das, dann tut die Haut so, die wälzt sich. So doll. Und dann hast du so kleine... Und hast du das selbst eigentlich so entwickelt, erfunden? Oder so, willst du die Geschichte des grusinischen Huhns wissen? Du hast ein grusinisch heißt übrigens georgisch, glaube ich, auf Russisch. Du hast richtig in Russland mal eins gegessen, aber das war doch nicht so gemacht. Nein, wir waren mal, ich hatte ein Kammerspiel, waren wir mal mit der Minna von Barnheim, haben wir gastiert in Moskau. Und das war sehr, allerdings vor 18 Jahren. Und da waren die Zeiten ja noch ein bisschen anders und wir durften nicht so ohne weiteres irgendwo in Essen gehen und wir hatten aber eine sehr nette Dolmetscherin und da sind wir einmal in ein usbekisches Restaurant gegangen und einmal sozusagen ein grusinisches. Das ist und georgisch. Da, eben, georgisch. Und da hast du dieses Hühnchen. Nicht dieses. Aber ein... Ja, aber ich habe endlich ein Hühnchen gehabt. Und das hat man dann noch in eine Flamme, in einen Ofen geschoben. Wie man Brot backt. In genau. Und da gab es, das war umwickelt mit vielen Kräutern. Und war aber auch mit Senf? Ich glaube, aber ich habe das dann so... Du hast so dieses aber selbst. Aber so nach und nach selbst... Du hast vorhin gesagt, du hast ja eins schon vorweg gemacht, weil es ja sonst nicht fertig wird in unserer Zeit. Und du müsstest noch Kräuter drauf tun. Ist das ja so? Also es... Oh, das ist schön. Oh. Das ist wunderbar. Das Moment, jetzt stelle ich es... Willst du es da rüber jetzt stellen? Pass auf, jetzt mache ich Folgendes. Die letzten... Verbrenn dich nicht. 10 Minuten, verbrenn nee, dich nee. Nicht. Die letzten 10 Minuten tue ich erst die Kräuter drauf. Ja, damit die nicht verbrennen. Damit die nicht Wie verbrennen. Wie lange ist es denn jetzt drin insgesamt? Ja, so 20 Minuten. 20. Also 18 Minuten, dann kommen die Kräuter. Und wenn man jetzt will, kann man, mache ich nicht jetzt, weil es schaut schön aus, dann kann man noch den Grill... Umstellen so, auf den Grill? Ja. Aber das sieht schon so raus. So 3 Minuten, 4 Minuten. Dann sollen wir einstellen irgendwie eine Uhr jetzt? Wie viel noch? Willst du es noch mal angucken? Naja, das ist fast du. Das ist nicht mehr so lange. 3, 4 Minuten? Ja. 4 Minuten. Ja. Ich hätte gesagt 5, du sagst 3, Kompromiss 4. Ja. Okay. Ein bisschen stellen, so. So, blöde Ei. So. Nichts vergessen, nein. Du hast nichts vergessen? Nein. Es steht nicht da, was du nicht benutzt hast, also hast du nichts vergessen? Nee. Wunderbar. Und auch, Ich mache inzwischen nur, entschuldige, meinen Topf mal, also unter meinem Topf ein bisschen Feuer, damit der... Heiß ist, wenn ich du gleich das Öl reinhabe. Ich habe Gas, Gas. Das ist die typischste Körperbewegung der Sendung Alfredissimo ist diese. Ja, ist klar. Ist klar. Ist alle gucken immer, weil die meisten auch kein Gas haben zu Hause, dann sind sie es nicht gewöhnt. Und es ist nicht so laut. Ja. Du hörst es fast gar nicht. Und deswegen sind alle immer unsicher, besonders bei großen Töpfen. Also bei meiner Schwägerin in Wien. In Wien gibt es ja noch Gas. In Wien haben wir Gas. Alles natürlich. Gas, ist schön. Ja. Also das mache ich jetzt schön heiß. Das sage ich dir gleich, was ich für dich mache. Und das ist jetzt eigentlich fertig. Das heißt, wenn dieses rauskommt, können wir das reintun.
Dann können wir das reintun. Und das, wie gesagt, das Rezept hat nichts zu tun mit dem Entbeinen. Das ist eine Spezialität von dir für deinen Mann. Ja. Also man könnte jetzt sozusagen auch ein Ganzes nehmen. Ich würde ja. Aber das Ganze in jedem Fall das würde ich am Rücken und platt so, drücken. Wie also das toskanische Blatthuhn. Genau. So würde ich das auch machen. Also so wie es da liegt. Hier nur mit den Beinen. Ja. Sehr gut. Toll. Und dann, wie gesagt, die ganzen Reste auch von den ins Süppchen hinein. Alles, ja. Alles bloß und natürlich eine kleine Zwiebel und ein bisschen Lauch und wie man das soll. Ja. Schau, alles, was ich hier habe, ist das, womit man auch ein Süppchen machen würde. Denn ich mache trari, trara, Miesmuscheln, wie sich das gehört in Köln. So. Ich muss immer mal wieder schnell gucken, ja? Ja, natürlich. So. Also alles, was du auch für deine Suppe brauchen würdest, habe ich jetzt hier, ne? Natürlich, ne? Ist klar. Zwiebeln. Ja. Dann jetzt ein bisschen, ganz klein bisschen glasig gerührt. Müssen aber alle, es muss nicht wie wenn du etwas, wenn du jetzt eine Soße machst oder so, die müssen jetzt nicht richtig durch sein. Dann ein schönes Kräuterbouquet mit einem Lorbeerblatt, bisschen von der Sellerie, Petersilie kommt rein. Einfach und schnell zu machen, wirst du sehen. Du, was ich noch sagen wollte, das machst du ja wahrscheinlich auch, wenn du die wäschst vorher. Ja. Wie bei den Kräutern auch. Also ausschlagen auf dem Handtuch, dass das ganze Wasser raus ja, ist, ne? Ja, ja, genau. Ja, ganz wichtig, dass da nichts nässt. So, Sellerie, Lauch und Karotten, das klassische Suppengemüse. Hier ist die Arbeit nur das Putzen, aber früher hat man die ja ziemlich versandet mit diesen Werten, das musste man heute kriegt man die ja völlig, völlig sauber. Und die legst du auch vorher ins Wasser? Pass auf, und ich wasche sie noch. Wenn einer aufgeht, was ist dann? Ja. Ich wasche sie noch mal nach, weil sie sind zwar toll gewaschen, aber ich wasche sie noch. Ja. Dabei wird ja jede in die Hand genommen beim Waschen. Mit dem Bürstchen, oder? Bürstchen, weißt du, so ein Spielbock. Ja. Und wenn die beim in die Hand nehmen und im Wasser nicht zugehen, dann sind sie meistens schlecht. Dann kannst du noch mal drauf tippen, so. Und wenn sie dann immer noch nicht so wie diese hier, die müssen raus, die muss raus, die muss raus. Wenn du jetzt aber unsicher bist, zum Beispiel siehst du die, ist schon zu. Die öffnen sich nämlich nachher wieder, die wollen ja atmen und so. Wenn du unsicher bist, ist es kein Problem, denn der endgültige Test kommt erst nachher. Wenn du sie nämlich gekocht hast, die nicht aufgegangen sind, die musst du wegschmeißen. Also, das ist dann nur ein Vortest, verstehst du? Ja. Wenn welche jetzt wirklich offen bleiben, siehst du, aber wenn du jetzt zum Beispiel hier nicht sicher bist, erstens machst du so, dann geht die meistens zu, die ist immer noch ein bisschen, tu sie rein, wenn sie sich schließt beim Kochen, dann ist sie nicht gut, wenn sie sich öffnet, ist sie gut. Die müssen alle offen sein. Das habe ich gesagt, das Telefon. Das Telefon, Telefon, Frau Probes. Oh ja, das, guck mal, das ist jetzt, wäre eigentlich fertig. Das ist toll. Ja. Ich mach's einfach aus, oder? Ja, bitte. Nein, wir nehmen's raus und das andere rein. Ja. Der Wein, den wir gleich trinken, den nehme ich jetzt auch zum Kochen, wie sich das gehört. Früher hat man ja immer billigen Kochwein genommen. Das mache ich natürlich nicht mehr. Ach, wie schön. Eins rein, eins raus. Ja, mir gefällt das jetzt hinreißen. So. Kann ich es wieder einstellen? Also auf 250, würde ich sagen. Ja. Einfach recht drehen, ja. Ja. Wunderbar. Conny, du hast gesehen, im Öl die Zwiebeln, die ganzen Sachen, ein Glas Weißwein und gleich die Muscheln, damit nicht zu viel verdampft, weil da ist ja nur wenig Flüssigkeit. Und wenn du jetzt wartest, verdampft die so schnell, es ist ja nur so viel Flüssigkeit und du das reicht. Ja, du dünstest die Muscheln. Nichts, gar nicht. Jetzt war, du hast gesehen, Öl, bisschen Zwiebel, die ganzen Suppengemüse, den Wein dazu. Ich habe noch nicht mal Salz genommen, weil Muscheln selbst mehr sehr salzig sind. Brauchst du gar nicht. Vielleicht am Schluss einen Hauch. Bisschen Pfeffer eventuell, aber Pfeffer. Muss auch nicht. So, und jetzt brauchen die so 5-6 Minuten. Dazwischen werden die immer mit dem Deckel drauf, also jetzt eigentlich noch nicht, aber tust du so ein bisschen, rütteln, that's it. Dann können wir als Vorspeis, das ist sowieso wahrscheinlich höllisch heiß jetzt. Das ist ziemlich heiß, Sollten wir ein bisschen warten. Sagen. Ne?
Guck mal, jetzt sind die Kräuter nämlich nicht zu verbrannt. Noch nicht. Ja. Weißt du, was wir machen? Bevor ich den Wein hole, ich tue das mal ein bisschen weg. Dann haben wir nämlich hier zum Essen gleich Platz. Ne? Das brauchen wir du doch. Du kannst mir die Aufräumungsarbeiten aber auch überlassen. Das bin ich gewohnt von zu Hause. Wenn Helmut in kocht, der Küche nur die niedrigen Arbeiten machen. Er kocht mehr, ne? Putzen, schneiden, Zwiebeln. Er ist ein leidenschaftlicher Koch. Ja, ja. Und wie ist das eigentlich? Kocht er auch für sich oder immer für die anderen? Nein, für Freunde? Es macht ihm nur Spaß für andere. Und dann will er auch die Anerkennung. Ja, es ist höllisch, also gar höllisch beleidigt, wenn man einer, nichts. Nein, ja. Und wenn einer nicht noch viel noch mal isst so. Und sagt, ja, das ist furchtbar. Gut und so. Ja, ja. Aber ich verstehe das. Ja. Wenn man ein für sich Kocher ist, ist das nicht so wichtig. Nee. Ich koche auch für Freunde und ich muss sagen, ich finde es schon auch wichtig. Passt wahnsinnig auf. Also wir müssen immer Gesichter dazu machen. So, jetzt gibt's einen Wein. Es gibt einen Wein. Einen weißen, habe ich gedacht, zu den Miesmuscheln. Ja, schön, lass zu. Entschuldigung. Weil der Dampf, die garen ja jetzt nur im Dampf. Es darf nicht viel Dampf raus. Jetzt kann ich sie mal schütteln. Das riecht himmlisch. Riecht toll, hä? Ja. Muss man natürlich stark sein bei so einem. Übrigens, weil du sagst, weder Pfeffer noch Salz, das brauchst du hier. Was war das? Wieso hat das jetzt noch mal geläutet? Das brauchst du eigentlich fast auch nicht zu salzen oder wahr? Zu pfeffern, je nachdem, was für einen Schinken du drunter hast. Weil ist gibst du mir mal das Tuch, das du in deine Jeans hast? Da kann ich das nämlich gleich ein bisschen. Guck mal, kennst du deutsche Weißweine? Nicht so gut. Ihr trinkt aber wahrscheinlich. Was trinkt ihr? Ja, also wir trinken ganz gern die Franzosen. Ja. So ist das. Die meisten Deutschen wissen gar nicht, dass es wirklich sehr, sehr ordentliche Weißweine in Deutschland das gibt. Das wissen wir schon, aber der Helmut ist ein Rotweintrinker. Ja, nun gut. Okay, also dann ist Deutschland nicht das ganz große Land, auch von der Quantität her schon, ist natürlich Frankreich unschlagbar. Bei den Roten. Ja, das ist jetzt ein Chardonnay, eigentlich atypisch für Deutschland. Deutsche Weine sind Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau. Das ist eigentlich einer der aus zum Beispiel das ganze Burgund hat Chardonnay. Mhm. Aber es ist die große Modetraube. Mhm. Alle wollen Chardonnay, also machen die Deutschen auch. Mhm. Probier mal. Hat einen Duft. Ja. Schön. Kann durchaus konkurrieren mit so manchen das Franzosen. Das können wir ja wunderbar zu beiden essen. Deswegen habe ich es ausgesucht. Trinken, meinst du? Zu beiden essen, trinken. Ja, zu beiden essen, trinken. Gar nicht so einfach. Da passt zu beiden. Absolut. Absolut. Deswegen habe ich einen etwas schwereren genommen, zum Beispiel einen Riesling. Ja. Der wäre natürlich sensationell zu den Miesmuscheln, aber dazu nicht so. Das ist schon. So, meine Liebe, jetzt werden wir mal noch mal rütteln. Oh, ich werde hier wieder alles. Da hast du jetzt keinen Wein dran. Doch, ne? Doch, da ist ein Glas von diesem Wein. Das ist auch die einzige Flüssigkeit. Ja. Ja. Und das ist nur so viel. Ja. Und deswegen darf man nicht viel aufmachen. Ich verstehe. Und muss auch möglichst einen gut schließenden Topf haben, weil diese Muscheln ja eigentlich nur im Dampf jetzt garen. Ne? Ja. So, vielleicht probieren wir doch an. Das ist zwar die falsche Reihenfolge, aber who cares? Das war schon richtig. Darf ich dieses Stückchen jetzt einfach mal abschneiden? Bitte. Was hast du gerne? Brüstchen lieber? Brüstchen. Du willst Brüstchen. Gut. Obwohl ohne Knoche ist natürlich Wein wahrscheinlich auch sehr interessant. Ist schon schön. Ich gebe dir. Ja, die sind fertig. Die sind offen. So, und wenn jetzt eine nicht offen ist, dann, die müssen wir dann tun wir sie weg. Ja. Oh, ist ein Riesenstück. Ja, ich. Warte mal, ich teile es noch mal. Genau. Was isst du da dazu? Zu Hause? Salat. Ich mache sonst nichts. Nee. Das reicht eigentlich. Ich
bin ja leidenschaftliche Gurkensalatesserin und Tomatensalat. Das habe ich sogar. Ja. Gurken? Habt ihr denn eigene im Garten? Ja. Ja, dann. Ich hab ja zu meinem 50. Geburtstag habe ich ein Gewächshaus geschenkt bekommen von Kindern und meinem Mann. Und du, ich habe solche Zucchini, solche Dinger und Aubergine, und musst kommen. Und hast du auch Gurken? Gurken? Weißt du, warum ich frage? Zucchini und Aubergine kriegt man ganz gut, aber die Gurken schmecken nach nichts. Die man so kauft, schmecken ja nach nichts. Ich erinnere mich an meine Kindheit im Frühling, wenn es das erste Mal Gurkensalat gab. Das war ein Fest, das ganze Haus roch danach. Ja, ja. Mit Dill und saurer Sahne war der gemacht. Und das war, und wir haben ja den ganzen, heute kriegst du ja das ganze Jahr, aber da haben wir ja gewartet darauf. Das ist so, wie wenn man die ersten Kniestrümpfe anziehen durfte am 1. Mai. Endlich mal die langen Hosen, die Strumpfhosen aus. Und 1. Mai, das war halt zuverlässig. Am 1. Mai konntest du Kniestrümpfe tragen. Hm. Entschuldige. Ich bin so deine aufgeregt, ich kann das noch nicht essen. Ehren, aber das ist natürlich toll. Weißt du was? Erstens, total saftig, probieren. Überhaupt nicht trocken. Trotzdem trinke ich gerne ein Stückchen Wein dazu. Braucht doch kein Salz, oder? Nein. Ne? Ja. Obwohl ich ja, ich bin ja eigentlich ein Ziege, weißt du? Was heißt das? Das heißt, mir kannst du einen Salzblock geben. Ich kann Salz so auflecken. Ist aber nicht gesund. Zu viel. Es hat mir nicht geschadet bisher. Nieren und so ist alles in Ordnung. Ich brauche Salz. Salzstein wäre für mich richtig zum Lecken. Salz? Ich hab schon. Wir hätten es ruhig noch stehen lassen können. So schon besser gesprochen. Mit vollem Mund. Und so heiß. Aber toll. Toll. Freut mich. Toll. Dieser Senf. Also eine Idee. Ich bin ja leider kein inventiver Koch. Also ich erfinde eigentlich wenig Gerichte und so. Ich koche mehr nach Buch, nach Rezepten, die ich zwar abwandle, mir meine Freiheit lasse, aber ich bewundere vorbehaltlos. Der Helmut kocht nach deinem Buch übrigens. Ah, ja, das muss ich dir sagen. Ich koche überhaupt nicht. Ich kann gar nicht nach Büchern kochen. Ich kann auch nicht, wenn du mir sagst, 10 Gramm. Sag mal, der Helmut, von dem wir dauernd erzählen, der war ja nun jahrelang Intendant am Gärtnerplatztheater und hat das aufgegeben. Ja. Ist er jetzt wirklich viel zu Hause oder inszeniert er wieder so frei? Nein, überall? Das ist doch wie alle Leute, die sich zurückziehen wollen. Die haben doch dann eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, nicht? Genau. Dann muss er nämlich als Freier überall da sein, dort sein, inszenieren. Ja. Aber er kommt schon noch. Ja, er schreibt halt. Er kommt endlich zum Schreiben. Ja, dann ist er ja zu Hause. Ja, ist er. Also ist er doch mehr zu Hause. Ja, das heißt, es muss immer alles eingekauft sein in der Küche, ne? Ja. Also nicht so wie ich, wenn ich mir schnell mal ein paar Dosen aufmache, weil keiner da ist oder so. Nee, der braucht Aber er kann dann auch improvisieren. Frisch. Ja, aus den Sachen. Du, wenn ich nichts habe, zum Beispiel, und er sagt, haben wir was? Ich sage, eigentlich haben wir nichts heute. Weil ich denke, auch heute brauchen wir vielleicht mal nicht essen was. Dann zaubert er. Aus dem, was irgendwo noch zaubert tiefkühl ist, irgendwas oder? Nach 20 Minuten sagt er, es in 5, das ist das Fürchterlichste bei uns zu Hause, in 5 Minuten essen. Aber wehe, es sitzen nicht alle in 5 Minuten da. Rigoros. Na, Terror. Absoluter der Küchenmeister. Terror. Ja. So. Du siehst, ich fress das auch. Ich möchte jetzt bald zu deinen Muscheln kommen. Ich bitte darum. Jetzt darf ich aber riechen, ne? Ja, natürlich. Und man kann also heutzutage Muscheln gefahrlos inzwischen wieder essen, auch, oder? Auch im August und auch im Juli. Ja, im Juli. Weil früher durfte man ja nur in den Monaten Dezember. Mit R, das hatte was mit Kühlung zu tun. Heute haben die diese Kühlwagen, weißt du? Ja. Und da gibt es überhaupt kein Problem. Gar ich dachte, Problem. Weil unser Wetter nicht mehr zuverlässig. Wir haben ja keinen Sommer und keinen Herbst und keinen. Nein. Also. Ja, aber Muscheln sind gut und sind auch relativ preiswert. Ist eigentlich schon kein luxuriöses Essen. Also du kannst jetzt, wenn du willst. Du weißt ja, wie wir die essen gerne. Mit einer ja, so, ja, du kennst klar. Das ja. So esse ich das auch. In Südfrankreich sind wir immer getaucht und haben die Muscheln uns geholt an den,
an den Felswänden. Oh, weißte, das ist natürlich selbstgeholte. Das ist natürlich besonders toll. Aber da hat sich schon einmal jemand die Finger verbrannt. Ja. Es ist schön heiß. Ich suche immer nach einer leeren, wo das rausgefallen ist. Es ist schön heiß noch. Mm. Vorher habe ich mir den Mund verbrannt, jetzt habe ich mir die Finger verbrannt. Wisst ihr, ein Stückchen Schwarzbrot? Im Rheinland isst man Schwarzbrot. Nein, danke, ich esse gerne ohne Schwarzbrot. Ohne. Gut, ich esse auch ohne. Und die Brühe ist natürlich nachher ein Traum. Die ist ein Traum, ja. Da kriegst du auch einen Löffel. Man kann das aber auch mit dieser... Könnte man nur so wenig drauf. Du, aber das ist ja gemütlich wie Fondue, weißt du? Immer so ein Stückchen. Und man glaubt, man wird nie satt. Die sind wirklich gut. Vielleicht ein bisschen salzen, die Brühe, aber für dich ja. Ich finde diese Essen so wunderbar, weil man kommuniziert so herrlich. Jeder hat die gleichen Probleme, weißt du, beim Essen. Ja, eben. Es gibt sowieso nichts. Verbrennst du die Pfoten? Oder? Es gibt sowieso nichts Kommunikativeres, um dieses neudeutsche Wort. Du meinst als gemeinschaftliches Essen. Als gemeinschaftliches Essen, klar. Schon in den Klöstern früher und so. Wir haben ja zu Hause auch so einen Refektoriumstisch. Ja. Und das, die größte Freude ist natürlich, wenn der Tisch also ganz voll ist. Ah, das ja. Habt ihr gern? Ja, riesig gern. Also richtig. Wenn die Kinder Onkel, noch Freunde bringen. Und Freunde, viel Jugend haben wir ja immer bei uns zu Hause durch die Kinder. Ja. Und dann richtig groß essen, weißt du? Ja, ähnlich wie bei dir hier. Wir haben auch so einen Block, wo jeder von außen, Kasper zum Beispiel, unser Sohn, der ist... Kocht er auch? Ja, der ist Fachmann in Patisserie, also der ist... Süßspeise. Ja, Süßspeise. Und die Tochter? Agnes kocht italienisch meistens. Mhm. Ja. Und ich bin so für die Braten. Du bist für die Braten? Warte mal. Fürs Fleisch bin ich immer so zuständig. Aber das ist noch nicht so lang drin. Nee, ist noch schön blond. Ne? Ja, wunderbar. Haben wir Zeit. Ich nehme jetzt mal... Ein Löffelein. Für diese Suppe, da ist das zu blöd. Und am Wochenende kommt da die ganze Familie zusammen? Ja, unterschiedlich. Aber also früher, als der Helmut noch also fest am Theaterdienst hatte, dann war natürlich Wochenende die große, also viele Gänge. Große, meine Liebe. Ich bedanke mich für das grusinische Huhn, für deinen Besuch und freue mich. Ich danke dir. Yes, Mann. Yes.